Sie knallt aber den Affen mit der Schere ins Ohr. Doch. Hör auf zu lügen, das hast du gemacht. Ja, lügen darf man nicht, ne? Na gut, guten Morgen, liebe Leute. Guten Morgen. So, ich gehe jetzt in den Keller. Hey, wie bitte? Schon ein Auftrag? 5 vor 9? Hallo, hallo, hallo. Moin. Moin. Ja, ich hab schon Klatsch gebraucht, ja? Ja, du hast das angenommen. Na, heute Morgen um 9. Morgen um 9. Jetzt ist es? Ja, ist ja schon wieder. Oh, weh. 9.17 Uhr. Ja. Lieblingsbeschäftigung, zu spät. Ja, hobbymäßig. Na gut, ich bin dann noch klein genug, hier unter die Kabel durchzupassen. Ne? Ich brauche so eine Schranke, dass ich da. Ach, egal, also auf jeden Fall. Ja, schön, dass du erstmal zu spät kommst. Die S-Bahn ist schuld. Ne? Also, ja, genau. Ich kann gar nichts. Mutti hat die Stullen, die Rechte, die verliert. Also. Ja, heute bist du halt 40 Grad Tag, ne? Yay! 40 degrees! Was würde ich, glaube ich, in Badelatschen. Aber, naja, gut. Weiß ich nicht. Okay, heute bin ich auch halbwegs arbeitsfähig. Oh! Ich bin ja gestern schon um 2 zu Hause gewesen. Yay! Na, da habe ich ja noch gearbeitet am Computer. Ja. Also heute Morgen. Ja, gearbeitet habe ich auch, aber an einem anderen. Bildschirm. Nicht abgearbeitet mit dem Fernsehprogramm und eigentlich zum Heulen. Ich habe ein Rezept für Schlaftabletten. Das sollte ich halt einfach mal einlösen. Dann schon praktisch, wenn ich ganz Tag so auf Aufzugtour bin. Eigentlich voll müde, aber schaffst du nicht einzuschlafen. Das Problem kennst du ja bestimmt auch, oder? Nee. Nee. So, wenn ich dann um 3 Uhr oder wann war das, bin ich dann ja. Richtung Bett? Dann kannst du auch. Dann konnte ich ganz gut. Also was heißt schreiben? Liegt dann noch eine Weile, so eine halbe Stunde und dann klack weg. Also warte mal, also ich bringe erstmal einen Werkstattwagen hoch, oder? Und genau, mach doch mal jetzt Servicewagen und. Vorbereiten, ganz draußen die Räder anschließen, so. Schlauchprobig. Ach du, ich weiß es jetzt nicht. Ich müsste das sehen, das muss so sein, dass es attraktiv ist halt für die Leute, dass sie stehen bleiben, nicht, dass es müllig aussieht. Weiß ich jetzt nicht wohin. Das muss man halt so stellen, dass es ordentlich aussieht, attraktiv, damit die Leute stehen bleiben und vielleicht gucken, kaufen, was auch immer. Und next. Oh Mensch, aufregend ist es nicht. Aber oh, passiert was. Tretkurbel knackt. Was tun? So, diese Kurbel knackt, wie man gehört hat. Ja? Knack.
Dann machen wir jetzt folgendes, wir schrauben die ab. Habe ich glaube ich schon mal auch ein Video gemacht, aber mache ich nochmal. Ist egal. Uiuiui, ich ahne schrecklich jetzt hier. Mit Gewinn das aussieht, tackert. Ah ja. Aber sie kommt. Dann ziehen wir die Tretkurbel ab. Habt ihr gehört? Knack, knack, knack hat sie gemacht. So. Und dann schauen wir mal. Pups trocken. So darf das nicht aussehen. Da muss Fett drauf. Damit die sich richtig ranziehen kann, muss da Fett drauf. Schauen wir uns die Kurbel auch nochmal hier an. Und da muss ich leider feststellen, dass diese Tretkurbel kaputt ist. Die ist defekt. Was soll ich jetzt sagen zu dem guten Mann? Damit muss er dahin zu den Leuten, die die gemacht haben. Denn die ist nicht mehr viereckig, sondern die ist aufgeworfen, hat der Rand und schon ausgeschlagen. Die Kurbel ist defekt. Die Peugeot-Kurbel ist defekt. Ausgeschlagen. Ja, ist total rund und schwammig. Guck mal hier. Wie. Das haben die doch vorher sehen müssen. Naja, oder? Eben, sie haben ihm nicht zu ihm gesagt, komm mal vorbei und dann so locker wie das war. Wenn er sagt, eine Woche, vielleicht auch in 3 Wochen so gefahren. Ja, aber trotzdem würde ich ihm nicht sagen, wisst der Kunde natürlich auch nicht, wa? Ja. Also eigentlich müsste er jetzt dahin zurück und trocken ist es auch, da ist kein Fett drauf. Normalerweise machst du ja Fett drauf. Ja. Ich ziehe ihm das jetzt noch einmal an. Ja. Man muss es ja anbauen wieder. Aber eigentlich ist es durch. Und da kannst du machen, was du willst. Da kannst du mit Blech oder so, das wird das halt nie an. Du kriegst nie eine plane Fläche hin. Und selbst mit Nachfeiern oder so, dann passt ja das auf den Konus nicht mehr rum. Das ist eine Quatsch. Jetzt habe ich schon mal mit Nachziehen und Feilen einmal und dann ein paar Monate. Das ist durch. Eigentlich ist es durch. Sehr schade. So ist es. So, das wächst mit Fett draufgezogen. Richtig doll. Aber die ist halt durch. Frühstück ist auf alle Fälle jetzt. Sind sie so klein aus in den Socken? Ha! Was ist denn das? Da ist so eine Babyschaukel drin, das haben wir bestellt. Das ist die, ich höre aufmerksam zu. Ich dachte, das ist ein Fahrradrahmen für mich. So gut sein, pass auf. Baby muss ja auch gefördert werden. Wer will? Nee, danke. Ich will lieber was essen. Reich mir mal mein Brötchen rüber da. Vorsichtig, ist noch offen. Okay. Ist offen. Bonjour. Okay, guck mal. Ich kenne ein Lied.
auf Französisch. Bonjour, Bobo. Bonjour, Bobo. Bonjour, Anoufi. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Bonjour, Gaston. Bonjour, Bonjour. Bonjour, Madame. Bonjour. Bobo hat Oka gesagt, ist eigentlich sowas wie Schnösel, so ein bisschen. Bobo sagt man Schnösel eigentlich, aber so heißt die Ente bei dem. Bei dem? Den Kindern. Bobo, wie Fuhlfahrer oder sowas begleitet. Wie heißt denn, bonjour, monsieur, bonjour, bonjour. Zum Geburtstag. Zu meinem Geburtstag. Das ist so, denn was teuer genug? Also zweimal bei Aldi. Du kannst dich hinsetzen, auf meinen Platz. Ich setze dich auf. Das wird nicht auf ihr Bruder. Nein, ich werde so ein Kinderzimmer. In der Drecksbude. Ja, diesen baue ich jetzt noch nicht auf. Ich werde jetzt erst was Badezimmer putzen, wenn die Kleine weiter schiebt. Ich habe dann nachts kurz das Handy angemacht, weil Skadi dauernd Nasenbluten hatte und gucken wollte. Ja. Und dann auf einmal höre ich schon an meinen Ohren. Ja, kannst du nicht machen. Nur einen kurzen Handylicht. Kannst du aber nicht machen. Das ist so warm. Und deswegen habe ich auf dem Hof auch keinen Pool jetzt gerade. Mhm. Weil sie zieht die Mücken an. Ja. Okay, Marathon Plus. Den baue ich hier ab. Warum? Sehen wir gleich. Hey! Einen gegrillten Marshmallow. Hast du den gerade gemacht? Ja. Nein, nein, nein. Kaffee. Ein gegrillter Marshmallow? Das ist ja unglaublich, muss ich mal zeigen. Da kommt die Luki. Dann hat mir einen Kaffee gebracht und einen gegrillten Marshmallow. Und ein Buch Französisch-Deutsch. La Wallis. Oder so. Wallis. Das heißt der Koffer. Der Koffer. Du? Oh. Mmh. Ich hab's in die Mitte gehalten. Perfekt. Und das Stäbchen ist ein bisschen schwarz. Perfekt, Anu. Perfekt. Das Le Baguette. La Baguette. La Baguette. Siehst du? La. La. Le. Le. Ist. Le. Die. Die. Pain de mir. Pain oder Plein? P-L? P-A-I-N. Le pain de? Le pain de mi. Le pain de mi. Wie wird das geschrieben? Das heißt, de mi. Ja, le pain de mi? Kenn ich nicht. Ihr könnt das Baguette. La Baguette. La Baguette. Brioche. Die Brioche, die Brioche. Die Brioche. Steht. Die Brioche, la Brioche. La ist also weiblich. Die. Und la steht auch das. Ich hab hier gar nichts. Okay. Jetzt das Brötchen. Le Petit Pain. Das ist le. Le Petit. Petit was? Petit Pain? Also, P-E-T-I-T-E. Le Petit? Le Petit? Klein? Klein, natürlich. Le Petit? Le Petit heißt klein. Petit, das kleine. Ach, das kleine Brot wahrscheinlich. Kleine Le Petit? Pain. 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 Du weißt nicht, wie man spricht. Lass uns mal eine leichtere Seite. Hier sind Baisers? Nee. Ja, Baisers. Baisers ist auch, siehst du? Ich lese mal die Baiser. Ich lese mal vor die Baiser. Le Baiser. Herren Sie. La Meringue. La Meringue? Keine Ahnung. Ist das nicht ein Tanz? Ich glaube schon. Dieser Sprung ist cool. BMX. Du hast 30 Minuten schon gefilmt. Der Sprung ist cool. Ja, das ist cool. Okay, mal so weiter. Wo ist denn jetzt diese Schraube?
Das Laufrad. Deswegen hast du es so genannt, das Rad. Das Laufrad. Das Laufrad? Ja, das steht. Okay. Wie heißt das Laufrad? Das Laufrad heißt La Rue. Ruhe. Oder La Rue. Wie wird es geschrieben? Also R-O-U-E. La Rue. Okay. Habe ich richtig gesagt. Ruhe? Ist da ein kleines Zeichen über dem E? Mm-mm, gar nichts. La Rue. 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 La Ra. La Pi. Sauer. Das wird uns nicht sehr gut gelingen. Also, wir sind voll die Laien. Wir sind schlecht im Französisch. Schlecht. Noch sind wir schlecht. Wir üben. Mhm. La Rue. Mon Dieu, Monsieur. Das Laufrad ist La Rue. Pasito. Ja, das ist schon wieder was anderes. Ich weiß, das ist nicht so, sag ich einfach. Papapapacito, oh manito. Nicht Capito. Nicht Capito. Und die sind auch über Busse, über. Und beim Chinesen. Waren wir schon mal beim Chinesen gewesen? Also beim Chinesen der. Die Kirsche. La Chinese. Was? Keine Ahnung, was da steht, aber auf jeden Fall gibt es hier die Straßenbahn, die U-Bahn, die S-Bahn. Beim Chinesen? Nein, hier auf der anderen Seite. Ach so. Das Taxi, Le Taxi. Na, was heißt denn nun das Pedal zum Beispiel und so? Du wolltest doch erstmal das weitermachen, das Fahrrad. Pedal, Kette. Das ist alles so, guckst das so und das hier. Nebeneinander. Ja, was? Das Fahrrad, am Fahrrad, diese Teile. Lenker, Griffe. Lenker habe ich schon gesagt. Ja. Lenkstange, die Lenkstange. Der Bodenzug. Le Kabel, Kabel de Front, Frein, Frein. Die Gabel. Die, ja. Die Gabel, la Fourche. La Fourche. Das ist Denkmal. La Fourche. La Fourche. La Fourche. Ich habe was von Roten Rad noch gefunden. Auf dem anderen Bild guck. Nee, jetzt brauche ich hier einen neuen Ruf, aber vorne hinten gleich. Die wollte jetzt hier hinten ihren Marathon Plus drauf haben, aber das, der ist halt schon eingefahren auf ihr. Auf das andere Kackrad da. Papa, da muss noch mehr. Die Felgen haben sich so eingeprägt, dass der halt. Naja, da ist der verformt. Ja, klar, das sind ja ganz einfache Alu. Vielleicht noch mehr nehmen, Papa. Ja, für einfach nichts rum, ja. Mit der Lohn ändert doch auch nichts. Ja, nee, eben, das ist ja aber auch nicht das Richtige für mich. Na, aber du kriegst doch gar kein Methadon, wenn du Alkohol zu dir nimmst. Doch. Ja, wieso denn bitte? Ja, weil das ist mittlerweile alles ein bisschen lockerer. Ah, okay. Aber ja, man kriegt dann Abzug und man muss halt husten jeden Morgen. Ja, meine ich doch. Und ja, aber wenn man halt Promille hat, dann kriegt man nicht gar nichts, sondern eine bestimmte Prozentzahl Abzug. Was für ein Scheiß. Ja, das wird richtig berechnet. Das wäre ja echt besser, wenn sie sagen würden, nö, getrunken, weißt du, ja nicht, fertig. Du findest es besser, wenn sie dir gar nichts geben, denn? Ja, ich denke, klar, erzieherisch wäre es besser. Also nimmst du mal das Rad raus? Besser. Das Rad wenn raus? Ich denke, ich kriege ja eh so viel, dann kann ich ja eigentlich den switchern, weißt du? Dann kriege ich ja immer noch genug. Nur zwei Bier darf ich nicht trinken, weißt du? Das ist doch. Was für ein Quatsch, ey. Ich sag jetzt, wenn es schon. Oh, nee. Ach so, ja, jetzt ist hier ein Schlüsselband frei, wa? Das ist mir ein Eilig.
Ich habe den letzten Tag vom Urlaub irgendwie Tempo mal. Oh. So. 20? Mit lieber komplett mit. Nein, das ist nicht viel. Ich habe sogar mal gesehen, dass der auch Geld reingeworfen. Bis zum nächsten Todespunkt. Nächsten Mal und dann haben sie wieder vergessen, brauchen sie nicht mehr. Na, und jetzt bei dir? Bei mir, ich muss mir das 100 Mal sagen lassen. Und? Ja, dann vergesse ich es meistens halt auch nicht mehr. Aber was denn? Worum denn? Geht's denn jetzt? Ja, weil ich nicht mehr weiß, dass hier einzeln hingeht. Passt nicht. Rein. Um den Zug. Hast du den drin oder nicht? Ich hab's doch. Ist er richtig? Ist er richtig? Du musst das, guck mal. Ach so. Du musst das nur so drehen. Okay, Anouk hat getestet und findet diesen Sattel unbequem. Klar, der ist nicht für Kinder, der ist nicht schmal, das ist ein breiter Sattel. Man sitzt zwar drauf wie auf so einem Sessel, aber jetzt sind wir eine Runde damit gefahren. Unbequem. Dann hol dir mal einen Sechser Innenbus. Oder haben wir hier einen? Das ist hier Innenbus und davon 6 mm. Der da reinpasst. Okay. Stimmt, ihr seid ja schon längst in der Schule. Ja. Das wäre sehr schmierig, oder wenn du nicht so schaffen gehst. Kann ja mal aufpassen. Ist schwer. Abgeschraubt komplett. Oh. Nur lösen, eigentlich? Da, ein bisschen hier Fummel jetzt. Nee. Also Sattelmontage. Wir drehen das Ganze auf. So holen. Dann so. Dann nehmen wir den Sattel. Ah, ich weiß. Setzen ihn drauf. Und dann drehen wir es. Drehen das Ganze um. Halten das so fest. Und drehen das wieder zurück. Kann ich das auch versuchen? Halten das nochmal fest. Und schrauben fest. Probier noch mal. Okay. Mal gucken, was sie sagt. Der ist schmal, der müsste für Kinder geeignet sein. Also das ist doch auch keine Kindersattel. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr einen Daumen nach oben macht. Also die Daumen nach oben. Yeah. Und es ist
10:17 Uhr. Und wir haben gerade noch einen Ausflug gemacht. Ausflug. Ja, und... Ja, und ich habe noch den Sattel gemacht. Also ich habe noch den Sattel repariert. Also ich habe den Sattel, einen neuen Sattel gemacht. Und dann habe ich... Und da habe ich was geschrieben. Da. I love you, Dad and Mom, habe ich geschrieben. Das ist mir ein bisschen peinlich. Also, ja, das wollte ich alles sagen. Und. Ja, tschüss, bis bald. Wir alle hier hoffen natürlich, dass ihr einen Daumen nach oben macht. Und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr einen Daumen nach oben macht. Und ja, bis bald, bis dann, tschüss. Ich muss auch noch tschüss sagen. Naja, eigentlich ist ja nicht viel passiert heute. Ich habe echt nicht viel aufgenommen. Ja, also heute war wirklich nicht doll. 2 Stunden irgendwas. Naja, wir sehen uns morgen. Morgen ist Samstag. Wir hoffen auf das Beste. Morgen riesen Umsatz, oder? Peace. 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 Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, sagt Tommy. Und Anu. Yay. Best Friends Forever. Baby's Dad.